The only thing that puts you and me at a disadvantage is our lack of knowledge concerning history. Wir wissen aus dem Koran, dass das zu opfernde Kind Ismail, Friede sei auf ihm, war. Denn Gott gab Abraham, Frieden und Segen seien auf ihm, und Sarah, Friede sei auf ihr, die guten Nachrichten von der Geburt Isaaks, Friede sei auf ihm. Und ebenfalls von einem Großsohn, Jakob, Israel, Friede sei auf ihm. وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. Ähnlich wurde Abraham in dem Bibelvers 1. Mose 17,19 versprochen: Sarah, deine Frau, soll dir einen Sohn gebären, den sollst du Isaak nennen. Denn ich will mit ihm einen Bund aufrichten, als einen ewigen Bund für seinen Samen nach ihm. Weil Gott versprochen hat, Sarah ein Kind von Abraham zu geben und Großkinder von diesem Kind, ist es weder logisch noch praktisch vorstellbar, dass Gott Abraham befohlen hätte, ja sogar ihn damit zu prüfen, Isaak zu opfern. Denn Gott bricht sein Versprechen nie und er stiftet keine Verwirrung. Obwohl Isaaks, Friede sei auf ihm, Name im 1. Buch Mose 22,2 eindeutig als derjenige, der geopfert werden sollte, erwähnt wird, lernen wir aus anderen Bibelzusammenhängen, dass es sich hier ganz klar um eine Verfälschung handelt. Und der geschlachtet werden sollte, war Ismail, Friede sei auf ihm. Und er sprach: Nimm doch deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast, Isaak, und geh hin in das Land Moria und bringe ihn dort zum Brandopfer dar, auf einem der Berge, den ich dir nennen werde. Gleichzeitig wird zu Abraham, Frieden und Segen seien auf ihm, gesagt, er solle seinen einzigen Sohn opfern, wie auch in 1. Buch Mose 22,12. Er sprach: Lege deine Hand nicht an den Knaben und tue ihm gar nichts. Denn nun weiß ich, dass du Gott fürchtest, weil du deinen einzigen Sohn nicht verschont hast, um meinetwillen. Doch der erste Sohn von Abraham, Frieden und Segen seien auf ihm, war Ismael, Friede sei auf ihm, was sich durch die folgenden biblischen Verse beweisen lässt. Und Abraham war 99 Jahre alt, als das Fleisch seiner Vorhaut beschnitten wurde. Ismael aber, sein Sohn, war 13 Jahre alt, als das Fleisch seiner Vorhaut beschnitten wurde. Am selben Tag ließen sich Abraham und sein Sohn Ismael beschneiden. Es ist also zu erkennen, dass als Abraham, Frieden und Segen seien auf ihm, 99 Jahre alt war, Ismael, Friede sei auf ihm, 13 war. Das bedeutet, Ismael, Friede sei auf ihm, wurde geboren, als Abraham, Frieden und Segen seien auf ihm, 86 Jahre alt war. Und Abraham war 100 Jahre alt, als ihm sein Sohn Isaak geboren wurde. Hiermit ist die Behauptung, Isaak, Friede sei auf ihm, sei das Opfer gewesen, absolut widerlegt. Den Juden missfiel es gewaltig, dass der Bund zwischen Gott und Abraham, Frieden und Segen seien auf ihm, durch die Beschneidung in Ismael, Friede sei auf ihm, geschlossen wurde, dem Großvater der Araber. Aus Neid wurde der Name Ismail in Isaak umgewandelt. Und ich will meinen Bund aufrichten zwischen mir und dir und deinem Samen nach dir, von Geschlecht zu Geschlecht, als einen ewigen Bund, dein Gott zu sein und der deines Samens nach dir. Alles, was männlich ist unter euch, soll beschnitten werden. Und ihr sollt am Fleisch eurer Vorhaut beschnitten werden. Das soll ein Zeichen des Bundes sein zwischen mir und euch. Und ein unbeschnittener Mann, einer, der sich nicht beschneiden lässt am Fleisch seiner Vorhaut, dessen Seele soll ausgerottet werden aus seinem Volk, weil er meinen Bund gebrochen hat. Aber auch durch das Erfüllen der Prophezeiung in diesen Tagen erkennen wir vor unser aller Augen, dass sich das Wort erfüllt, um wem der ewige Bund Gottes nun wahrhaftig geschlossen wurde. Und er führte ihn hinaus und sprach: Sieh doch zum Himmel und zähle die Sterne, wenn du sie zählen kannst. Und er sprach zu ihm: So soll dein Same sein. Und der Engel des Herrn rief Abraham zum zweiten Mal vom Himmel her zu. Und er sprach: Ich habe bei mir selbst geschworen, spricht der Herr, weil du dies getan und deinen Sohn, deinen einzigen, nicht verschont hast,
Darum will ich dich reichlich segnen und deinen Samen mächtig mehren, wie die Sterne am Himmel und wie den Sand am Ufer des Meeres. Und dein Same soll das Tor seiner Feinde in Besitz nehmen. Und in deinem Samen sollen alle Völker der Erde gesegnet werden, weil du meiner Stimme gehorsam warst. Die Zahl der Muslime soll in den nächsten 20 Jahren doppelt so schnell wachsen wie die restliche Weltbevölkerung. Das geht aus einer aktuellen amerikanischen Studie hervor. Danach soll die muslimische Bevölkerung jährlich um 1,5% anwachsen, die Zahl der Nichtmuslime dagegen nur um 0,7%, heißt es. Im Jahr 2030 wird demnach der Anteil der Muslime an der Weltbevölkerung 26,4% ausmachen. In Europa soll die Zahl islamischer Einwohner von 44 Millionen auf knapp 60 Millionen steigen. Auch aus der erfüllenden Prophezeiung des Propheten Jesus, Friede sei auf ihm, dass den Juden das Reich Gottes endgültig genommen und es ein anderes Volk erhält. Hast du jenes Wort in der Schrift nie gelesen? Der Stein, den die Bauleute für unbrauchbar erklärten, ist zum Eckstein geworden. Das hat der Herr getan und es ist etwas Wunderbares in unseren Augen. Deshalb sage ich euch, das Reich Gottes wird euch weggenommen und einem Volk gegeben werden, das die rechten Früchte hervorbringt. Wer auf jenen Stein fällt, wird darauf zerschmettert und der, auf den der Stein fällt, wird von ihm zermalmt.